Sorry, Leute. Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Und ja, Freunde, heute gibt es ein kleines Ansage-Real-Talk-Video, das auch euer Feedback auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also teilt das Video auf jeden Fall, schickt es euren Kollegen, euren Freunden, wem auch immer. Denn es geht um FIFA 22 und ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen, um den neuen Weekend-League-Modus, um das neue Weekend-League-Qualifikationssystem. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden, weil, ich weiß nicht, wie ihr das seht, mir macht persönlich der neue FIFA-Teil echt krass viel Spaß. Das Weekend-League-System ist halt wirklich Hardcore-Scheiße. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, dass das gerade so einen kleinen Schatten über den eigentlich, finde ich, bis jetzt echt guten neuen FIFA-Teil wirft. Ich werde das Video hier auf jeden Fall auch an den Community-Manager von EA Sports schicken. Das soll jetzt auch irgendwie kein Hate an EA Sports sein, sondern einfach nur eine aufrichtige Bitte, dass das geändert wird. Weil ich sehe halt aktuell nicht, wem das irgendwie weiterhelfen soll. Deshalb, ja, wie gesagt, lasst da auf jeden Fall Support auf dem Video da. Ist wirklich wichtig. Ehrenbruder Tone, mit dem habe ich jetzt gleich noch eine Aufnahme. Der hat gestern auch schon ein ähnliches Video dazu gebracht. Das verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung. Macht da auf jeden Fall auch Alarm und nimmt das Video auseinander, damit es einfach viel Aufmerksamkeit bekommt. Schickt es gerne anderen Content-Creatern, die dann vielleicht auch noch so ein Video nachreichen. Oder generell, wenn jetzt hier gerade FIFA-Content-Creator zuschauen, dann teilt die Videos auf jeden Fall auf Social Media, weil ich finde es echt wichtig, dass wir da als Community aufstehen und was gegen machen. Jetzt aber erstmal zur Einleitung. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass für FIFA 22 das Weekend League und Rivals System einmal komplett umgeändert worden ist und das ist in der Prinzipidee eigentlich auch ziemlich nice. Prinzipidee lost, kein richtiges Wort, egal. Und zwar ist EA Sports hingegangen und hat gesagt, ey, pass auf, ihr habt die letzten Jahre immer am Wochenende gespielt, die wollten sich davon wegentwickeln. Ich glaube, bis FIFA 19 war das ja so, dass man noch 40 Spiele am Wochenende machen musste, dann ist man auf 30 runtergegangen und jetzt hat man gesagt, okay, wir splitten die Weekend League auf einmal die Weekend League Finals, die von Champions Finals heißt es jetzt, glaube ich, am Wochenende 20 Spiele und 10 Spiele Qualifikationsspiele, ich glaube 9 sind es, macht man unter der Woche. An sich finde ich eigentlich eine super Idee, aber die Umsetzung finde ich ehrlicherweise nicht ganz durchdacht. Wir schauen uns das Ganze mal an. Dafür gehen wir hier einmal in den For Champions Modus. Ich muss dazu sagen, ich heul jetzt hier nicht rum, weil ich irgendwie zu blöd bin, die Qualifikation zu schaffen oder so. Zumal das sowieso immer auch was mit Matchmaking zu tun hat. Ich stehe jetzt gerade 4-1, ich mache meine restlichen Spiele morgen. Sieht alles ganz gut aus bei mir mit der Quali. Aber ich versuche einfach so ein bisschen alle For Champions Spieler, die E-Sportler, die so wie ich competitive schwitzen wollen, aber halt auch eben so die Durchschnitt-Casual-Spieler, so alle ein bisschen einzubeziehen. Und wir schauen uns das einfach mal an. Also das Prinzip für die neue For Champions Season fürs FIFA 22 ist eigentlich folgendermaßen. Du qualifizierst dich über Division Rivals, sammelst dort in der jeweiligen Division halt deine For Champions Punkte. Ich bin jetzt aktuell in Division 3, da geht es relativ schnell. Ich weiß gar nicht, wo ich hier nachschauen kann, wie viele Punkte ich pro Sieg bekomme. Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht, kann ich hier nicht schauen. Ich glaube, in Division 4 oder 5, wo ich gezockt habe, waren es immer so 50 Punkte, die man pro Sieg bekommt. Und am Ende muss man sich eben 1500 For Champions Punkte erspielen, um an den For Champions Playoffs teilzunehmen. Die sind unter der Woche, die muss man auch jede Woche neu spielen. 9 Spiele hat man, davon muss man 5 gewinnen. Gewinnt man 5 Stück, ist man bei den For Champions Finals am Wochenende dabei. Das sieht man hier auch nochmal ganz gut. Für jeden Sieg kriegt man 4 Punkte, für jede Niederlage einen Punkt. Das heißt, man braucht insgesamt 24 Punkte, ergo 5 Spiele gewinnen. Na, macht Sinn, könnt ihr euch ausrechnen. An sich eigentlich eine super Idee, wie ich finde, dass man einfach die Weekend League so ein bisschen unter die Woche aufsplittet. Was ich aber nicht verstehe, ist dann folgender Punkt. Und zwar hat man, wenn man das Ganze hier verkackt, ich weiß ehrlicherweise, ich blicke durchs neue Menü noch nicht ganz so durch, doch hier sieht man es. Übrige For Champions Teilnahmen 6 Stück. Das heißt, ich habe für die nächsten 36 Tage, das müsste Quick Maths ungefähr 5 Wochen sein, können auch 6 Wochen sein, keine Ahnung, halt diese 6 Teilnahmen, die man einlösen kann. Ergo, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Woche 3 Versuche brauche, um in die For Champions Final zu kommen, würde ich zwangsläufig in den nächsten 36 Tagen, also in den überbleibenden 4 Wochen, dann einmal schon mal safe For Champions nicht spielen können, weil ich halt einfach keine Teilnahmen mehr habe. Denn, das ist der ganz große Punkt, ihr müsst ja jetzt For Champions
jede Woche euch aufs Neue qualifizieren. Die letzten Jahre war das ja so, wenn du einen bestimmten Rang erreicht hast, ich glaube, das war immer Silber 1, dann hast du Quali-Punkte bekommen, die hast du dann einfach direkt wieder eingelöst, warst bei jeder Weekend League dabei. Jetzt musst du jede Woche halt schwitzen in diesem Quali-Modus, um halt überhaupt dabei zu sein. Und das Ganze ist ja auch noch so krass, wenn ich jetzt das hier noch verkacken würde. Ergo, ich habe hier verbleibende Partien 4, ich verliere alle 4, bin ich nicht dabei, habe nur 21 Punkte. Ich müsste mir nochmal 1500 neue Rivals-Punkte erschwitzen. So, für mich als Content-Creator, der zumindest ein bisschen FIFA spielen kann, ist es jetzt nicht die Welt. So, ich bin in Division 3, würde ich hinbekommen, müsste ich ein bisschen schwitzen, aber wäre jetzt kein Weltuntergang. Was ich mich aber frage, was ist da eigentlich mit den Casual-Spielern? Weil wenn du in Division 6, 7, 8 rumläufst, dann hast du nicht mal eben so 1500 Punkte zusammen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, den ich in FIFA 22 ziemlich krass an diesem neuen Weekend League System qualifiziere. Warum mache ich die Weekend League so rar, wenn sie überhaupt nicht mehr das Maß aller Dinge ist? So, die E-Sportler haben jetzt in Rivals ihre Elite-Division bekommen. Top 200 Rewards wurden ja aus FUT Champions rausgenommen und wurden in Rivals verfrachtet. Warum macht man, wenn man FUT Champions eigentlich mehr Casual-mäßig machen möchte, warum macht man dann da die Teilnahme halt so schwierig? Das check ich nicht. Ende vom Lied für mich ist, du schließt einfach kategorisch manche Spieler aus Weekend Leagues oder vielleicht auch dauerhaft aus der Weekend League aus, weil du wirst irgendwo als Casual an den Punkt kommen, wo du einmal diese 1500 Punkte zusammenschwitzt, dann die Quali verkackst und danach wieder in Division 7 oder Division 8 deine 30 Punkte pro Sieg mitnimmst und dann denkst du dir, nee, da habe ich jetzt diese Woche keinen Bock drauf. Ende vom Lied ist, du zockst sogar mehr FIFA oder beziehungsweise mehr FUT Champions und Rivals als die letzten Jahre, was ja eigentlich gar nicht der Sinn sein sollte. Zusätzlich, ihr merkt gerade, dass ich ein bisschen sauer werde, weil das für mich halt keinen Sinn macht, geht das für mich völlig konträr zu den Aussagen, die EA Sports in den letzten Jahren getätigt hat. Ich war zum Beispiel vor 3 Jahren auf so einem FIFA 19 war das, auf so einem Pre-Event, wo ich die neuen FIFA-Teile anspielen konnte, wo man einmal so die neuen Neuerungen und Features einmal durchgequatscht hat. Und vorher gab es ja in FIFA, um sich für die Weekend League zu qualifizieren, ich glaube FIFA 17, FIFA 18 war das, das Daily Knockout-Turnier. Das könnt ihr euch vorstellen, war damals einfach wie ein Footdraft, du musstest ein Turnier spielen, wenn du das Turnier gewonnen hast, warst du bei der Weekend League dabei. Und da sind halt teilweise Leute schon richtig krass dran verzweifelt. Ein Kollege von mir zum Beispiel hat immer im Finale verloren, F in den Chat an Timo an der Stelle, und er hatte dadurch nie Bock, Weekend League zu spielen. In FIFA 19 wurde dann mit Division Rivals gesagt, hey, pass auf, wir machen das so, wir lassen jeden eigentlich an der Weekend League teilnehmen. Es geht jetzt halt nicht mehr darum, dass du eine bestimmte Anzahl an Spielen gewinnst, sondern es geht halt einfach darum, dass du deine Spiele machst. Und für einen guten Spieler, der in einer höheren Division ist, dauert es kürzer. Der muss dann zum Beispiel in Division 1 nur 4 Spiele gewinnen, hat pro Sieg seine 500 Quali-Punkte, ist easy schnell dabei. Jemand, der ein bisschen schlechter ist, ein Casual-Spieler, Division 7, Division 8, der braucht dann halt länger. Aber jeder hat die Chance, bei der Weekend League dabei zu sein. Es geht halt nur noch um deinen Skill und wie lange du dann letztendlich brauchst. Für mich persönlich eigentlich ein super System. Finde ich super fair, zumal du halt dann auch in der Weekend League deine Punkte wieder sammeln konntest, um dich halt dauerhaft oder zumindest mal alle 2 Wochen für eine Weekend League zu qualifizieren. Du hattest ein Token, was du einlösen konntest, wenn du mal eine Weekend League skippen wolltest. Und das, was jetzt gerade passiert, ist doch genau das Gegenteil. Ich meine, what the fuck, also was ist das für eine... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Du nimmst die Top 200 aus der Weekend League raus und sagst zu den Leuten, ey, pass auf, das ist jetzt euer Modus. Ihr müsst euch da jetzt nicht mehr 30 Spiele am Wochenende den Arsch abrackern. Aber gleichzeitig zwingst du die Leute dazu, jede Woche 9 Spiele zu machen und die so krass unter Druck zu setzen, dass wenn die davon nicht mindestens 5 gewinnen, halt deren ganzer Progress im Arsch ist, den die unter der Woche gemacht haben. In zum Beispiel Rivals. Für mich absolut unverständlich. Meiner Meinung nach muss es gepatcht werden. Wenn es so weitergeht, werden, glaube ich, dieses Jahr einfach ganz wenig Leute Weekend League spielen. Weil, sind wir mal ehrlich, 30 Spiele, auch 20 Spiele am Wochenende reichen. Ich versetze mich jetzt gerade in jemanden, der aktuell vielleicht in der Oberstufe ist, der Familienvater ist, der generell einfach ein normales Arbeitsleben hat und jetzt vielleicht nicht irgendwie in der 7., 8., 9. Klasse rumpimmelt oder wie ich Content Creator ist. So, wenn der die 1500 Punkte sich einmal erschwitzt und dann die Quali verkackt, dann sagt er, ja Bruder, viel Spaß, aber ich mache alles, außer jetzt nochmal auf Krampf irgendwie 1500 Punkte in 5, 6, 7 Stunden zusammenzuschwitzen, um dann irgendwie nur die Möglichkeit zu haben, Weekend League zu spielen. Das ist ja die Härte. Du kannst ja die Quali einmal verkacken und dann packt dich vielleicht der Ehrgeiz und du sagst, ja okay, ich erschwitze mir nochmal die 1500 Punkte. Dann verkackst du nochmal und dann sind die wieder weg. Das macht für mich absolut gar keinen Sinn, EA Sports. Das müsst ihr meiner Meinung nach patchen, weil so werden euch dieses Jahr einfach ganz, ganz viele Spieler abspringen. Zumal ihr ja die Top 200 sogar aus der Weekend League rausgenommen habt, so. Also ihr habt die Weekend League quasi abgeschwächt, aber den Zugang dazu noch schwieriger gemacht. By the way, gibt es da einen ganz lustigen Vergleich, der mir im Dual Stream mit Steini eingefallen ist.
So, das ist ungefähr so, als würdet ihr eine Shisha-Bar in dem größten Dreckskaff, in dem Fall in Herne, aufmachen. So, eure Köpfe kosten 6,50 Euro für eine Traube Minze. Und dann steht ihr am Eingang und sagt, ja, heute kommt ihr in die Shisha-Bar nur mit Anzug rein. Ich finde, der Vergleich trifft es eigentlich ganz gut, weil was willst du in der Weekend League noch holen, Mann? Da gibt es nicht mehr die krassesten Rewards. Die Top 200 habt ihr uns ja auch genommen. Selbst dieses Gefühl in der Weekend League, wenn man mal 10-0 stand, dass du dir denken konntest, oh ja, geil, Alter, vielleicht diese Woche, ey, wenn Silvester, Neujahr, alles auf einen Tag fällt, Weihnachten, dann kriege ich es vielleicht mal hin und ich komme in die Top 200. Das ist ja weg. So, ihr habt uns ja kategorisch schon von dem Feeling ausgeschlossen. Und gleichzeitig macht ihr die Quali schwerer, macht für mich gar keinen Sinn, EA Sports. Ihr müsst das patchen, sonst werden euch einfach ganz, ganz viele Spieler abspringen. Meiner Meinung nach ist es auch lost, dass die Top 200 Rewards rausgenommen worden sind. Wir können uns das hier mal angucken, Spiele for Champions. Genau hier für Champions, da sehen wir jetzt einmal die ganzen Belohnungen. Kann ich jetzt ehrlicherweise noch nichts dazu sagen, ob ich die so cool finde. Das ist hier der höchste Rang. Wenn man 16 Spiele gewinnt, kriegt man diese Belohnung. Ist für mich halt noch ein Punkt. Also ich verstehe halt nicht, warum man die Weekend League schwerer zugänglich macht und dann die Rewards dafür abschwächt. Keiner, das macht für mich so wenig Sinn. So, es gibt ja nicht mal mehr einen Sinn, am Wochenende 20-0 in der Weekend League zu holen. Das ist so dämlich. Wir haben uns jahrelang, EA Sports, ich werde gerade sauer, wir haben uns jahrelang darüber beschwert, dass zwischen Elite 3 und Elite 2 kein nennenswerter Unterschied war. Du hast ja damals für 23 Siege die 3 Player Picks und eine bestimmte Münzenanzahl bekommen und dann für 25 Siege Elite 2, was eine viel krassere Leistung ist, einfach 20 oder 30k mehr bekommen. Jetzt ist das so, du kannst 16-4 am Wochenende holen oder 20-0, alle Spiele gewinnen. Es gibt keinen Unterschied. Ich finde das so lost, ohne Spaß. EA Sports, bitte schaut euch dieses Video an. Hört auf die Meinung der Zuschauer, hört auf die Meinung der Community, weil euer Weekend League System in FIFA 22 ist einfach undurchdacht und ein Haufen Scheiße. In dem Sinne, Freunde, falls ihr da meiner Meinung seid, dann lasst auf jeden Fall alle einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch einen Daumen nach unten da lassen, wenn ihr sagt, yo, ist überhaupt nicht meine Meinung, ich finde das neue System der Weekend League und das neue Quali-System gut, dann lasst gerne einen Daumen nach unten da. Meiner Meinung nach ist das halt absolut ein Rückschritt, so keine Ahnung, ich finde, das ist überhaupt nicht durchdacht. Ist halt wieder so der typische EA-Move mit einer Neuerung, um die Ecke zu kommen, ohne da halt irgendwie groß die Community einzubinden und die zu fragen, was sie davon hält. Kein Plan, ne? Da bin ich halt wieder an dem Punkt. Wofür gibt's Game Changer? Frag die Game Changer doch vorher, muss ja nicht mal der deutsche Bereich sein. Frag die Engländer, frag die Spanier, keine Ahnung. Und dann hätten die dir genau das gleiche gesagt, dass es halt eine absolute Quatschidee ist, Freunde. Verbreitet das Video, wenn ihr meiner Meinung seid. Und ja, Freunde, ich glaube, wir müssen mal wieder als Community laut werden, sonst wird es ziemlich bescheuert mit Weekend League in FIFA 22. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus, macht's gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ciao, ciao.